Einen Aussteiger kann man den Mann aus unserem ersten Bericht nur bedingt nennen. Denn obwohl er ein gutbürgerliches Elternhaus verlässt, arbeitet er ehrgeizig an seiner Karriere. Seiner Verbrecherkarriere wohlgemerkt. Denn Jan Eriksen aus Oslo entwickelt sich vom Schläger recht schnell zum bedeutendsten Zuhälter der Stadt. Meine Kindheit war ziemlich normal. Mein Vater war ein Feuerwehrmann, meine Mutter war Hausfrau. Ich hatte zwei Schwestern. Wir hatten wenig Geld, aber eigentlich alles, was wir brauchten. Ich war 14 und ich wollte mehr, als was ich hatte. Ich hatte genug von der Schule und so suchte ich nach einer Gelegenheit, etwas zu erleben. Ich lernte Leute kennen, die tranken, rauchten, Motorrad fuhren. Ich sagte, hey, das ist das Leben. Sie gaben mir Alkohol und sagten, hey, wenn du einer von uns sein willst, dann musst du dafür bezahlen. Tu, was wir tun. Ich habe es getan. Zigaretten, Alkohol. Kurze Zeit später sagten sie mir, hey, das ist keine Gratisfahrt, du musst Geld verdienen. Wir knackten Autos, verübten Ladendiebstähle, begingen Raubüberfälle, um Geld zu machen. Alles war großartig, meine ganze Zukunft. Ich spielte mit den Drogen, solange ich konnte, bis die Drogen mit mir spielten. Ich hatte die Kontrolle verloren. Was zuerst durch den ständigen Alkoholkonsum harmlos aussieht, gerät durch die stärkeren Drogen immer mehr außer Kontrolle. Ich kann niemanden dafür verantwortlich machen, wie es so viele Menschen auf der ganzen Welt tun. Sie suchen die Schuld bei der Schule, bei den Politikern, bei der Polizei. Das alles bringt natürlich nichts. Alles fängt bei einer eigenen Entscheidung an. Auch ich entschied mich, ich werde etwas erleben. Ich arbeitete mich empor, schlug Fensterscheiben ein, raubte Leute aus. Ich hatte die richtigen Beziehungen. Nach 3 bis 4 Jahren arbeiteten bereits einige Leute für mich. Ich war ein Vorbild für sie. Mit 20 war ich schon jemand und sehr einflussreich. Die Versuchung, schnell zu Geld zu kommen, ist groß. Jan entdeckt ein weiteres lukratives Betätigungsfeld. Ich nahm Kontakt auf mit dem Besitzer des größten Sexclubs in Skandinavien. Er sagte mir, du bist mein Mann. Und ich sagte, ja, ich bin der Mann, den du brauchst. Ich fing an, im Sexclub zu arbeiten. Ich war Rausschmeißer. Ich kämpfte für mein Geld. Dann sah ich aber eine andere Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Ich sah die Zuhälter und die Prostituierten und ich sagte mir, bin ich eigentlich blöd, so hart zu arbeiten? Ich werde Zuhälter und mit 21 war ich Zuhälter. Jetzt ist Jan Eriksen Boss eines Unternehmens, das mit den sexuellen Wünschen der Menschen Geld verdient. Viele Leute arbeiteten für mich, viele Prostituierte, und die haben die Drecksarbeit gemacht. Jan hat keine Gewissensbisse und scheint seinen eigenen Erfolg zu genießen. Ich hatte 3 Götzen, Drogen, Sex und Rock'n'Roll. Ich liebte diese Götzen, es war schön für mich. Die gaben mir guten Sex, gutes Geld und Drogen. Im Rotlichtmilieu ist er gefürchtet, deshalb suchen Prostituierte Schutz bei ihm. Ich war ein gut aussehender Zuhälter, sehr gut aussehend, und viele Prostituierte suchten jemanden, der kämpfen konnte und hart war, der sie beschützte. Im Alter von 24, 25 gab es nur eine Sache, die mich interessierte. Das war ich selber. Das ist das Ego eines Gangsters. Es gibt keinen weichherzigen Gangster. Es gibt keinen weichen Zuhälter. Wenn du mein Gesicht ansiehst, alles ist kaputt, gebrochen. Meine Hände sind wie die eines Metzgers. Ich habe Wunden an meinem ganzen Körper. Es gibt keinen netten Zuhälter oder Gangster. Ein Zuhälter oder Drogenhändler betreibt ein Geschäft, eine Firma. Wenn du anfängst, weich und schwach zu sein und lässt einen anderen Gangster in deinen Bereich, dann verschwindet dein Geld. Es geht nicht lange und rivalisierende Gangster fangen an, den Emporkömmling zu beneiden. Durch seine krummen Geschäfte fühlen sie sich bedroht und wollen ihn umbringen. Eines Nachts kamen sie durch die Türe. Ich saß bei einem Freund. Sie nahmen einen Hammer und schlugen ihm den Schädel ein, sodass er starb. Ein Jahr später erhängte sich meine Frau über meinem Bett. Ich wollte sie am Morgen aufwecken und sah, wie sie da hing. Ich holte sie herunter. Ich wurde des Mordes beschuldigt.
Glücklicherweise war jemand in dieser Wohnung, der bezeugen konnte, dass ich sie nicht getötet hatte. Aber es war die ganze Einstellung zu ihr, die sie tötete. Kurze Zeit später schoss sich einer meiner Freunde bei einem russischen Roulette in den Kopf und starb. Das machte einen großen Teil meines Lebens aus. Ich war so kalt, ohne jegliche Gefühle. Als ich meinen Freund sterben sah und meine Frau von der Decke hing, als ich meinen Freund in den Kopf schoss, da hatte ich absolut kein Mitgefühl. Ich war innerlich so leer und kalt. Bei einem Raubüberfall wird er von der Polizei geschnappt und hinter Gitter gebracht. Im Gefängnis trifft er Menschen, die ihm eine Alternative zu seinem jetzigen Leben aufzeigen. Im Gefängnis hörte ich zum ersten Mal jemanden über Jesus reden. Das war nicht so mein Stil. Er fragte mich, ob ich glücklich und zufrieden sei. Ich sagte, nein, überhaupt nicht, aber vielleicht kannst du mir helfen. Er sagte, kein Problem, ich stelle dir Jesus vor. Er kann dir ein neues Leben geben, er kann dir deine Sünden vergeben, dir eine neue Zukunft geben, neue Freunde. Ich sagte, das ist doch nicht möglich. Aber das war ein kleiner Anfang. Er sagte, wenn du es nicht probierst, wirst du es nie wissen. Ich sagte, Jesus, wenn du wirklich existierst, dann verändere mein Leben. Wenn Sie mich jetzt ansehen, ich bin jetzt 61 Jahre alt. 31 Jahre bin ich frei von Drogen, Alkohol und Zigaretten. Meine Geschichte ist nicht, dass ich 16 Jahre meines Lebens ein Verbrecher war, sondern dass ich 31 Jahre weder Bier, Wein oder Zigaretten konsumiert habe. Ich bin dank Jesus die ganzen Jahre frei geblieben. Jan Eriksen ist heute unterwegs für Jesus. Als Referent erzählt er an den unterschiedlichsten Veranstaltungen seine Geschichte und macht den Menschen Mut, ihr Leben ganz Jesus anzuvertrauen. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Jan ist überzeugt, dass Jesus alle Menschen verändern kann. Jesus setzte mich frei und so blieb es. Deshalb kann ich tun, was ich tue. Jesus veränderte Jans Leben. Er heilte ihn und stellte ihn wieder her und gab ihm damit eine neue Lebensperspektive. Ich lernte sehr klar durch meine Erfahrung, wie er mir vergab. Als ich Jesus in mein Leben hineinließ und anfing, mit ihm durchs Leben zu gehen, als ich ihn in meinem Boot hatte, befahl er dem Sturm, ruhig zu sein. Jesus stellte mein Leben wieder her. Er vergab mir und gab mir ein brandneues Leben. Einen zweiten Anfang. Und das ist das Wichtigste, das ich den Leuten erzähle. Mit Jesus in deinem Leben ist nichts unmöglich.